Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zum heutigen Vorschauvideo zu WWEs King und Queen of the Ring. Wir sind mal wieder in Saudi-Arabien, das heißt, der Pay-Per-View läuft mal wieder sonst wann. Das ist natürlich immer für uns Europäer eigentlich ganz gut zu gucken, aber für den Rest der Welt dann halt immer nicht ganz so. Aber scheinbar scheinen die Einschaltquoten ja besser zu sein als die Frankreich-Zeitzone, weil Backlash ja nun mal nicht wirklich gut Pay-Per-View-Klicks hatte, also als Pay-Per-View nicht gut geguckt wurde. Aus dem Großteil natürlich von dann Amerika. Und die Dinger hier laufen hier. Im Endeffekt kann es der WWE sowieso scheißegal sein, ob diese Pay-Per-Views hier geguckt werden oder nicht. Die kriegen halt einen Haufen Geld von Saudi-Arabien direkt. Deswegen, wen kümmert's? Naja, wir starten durch. Wir haben ein paar Matches. Ein paar wenige Matches, komischerweise. Also WWE fährt wirklich runter und sagt, lieber jedes Match ein bisschen mehr Liebe rein, anstatt einfach so tausende Matches hintereinander weg. Und irgendwie, ich finde, wir brauchen so ein Mittelmaß. WWE macht mir zu wenig Matches und All Elite macht mir viel zu viele Matches. Können wir mal irgendwie eine Mitte finden, Freunde? Das ist doch, oder? Also, naja. Gut, wir starten durch mit dem Intercontinental Championship Match. Sami Zayn gegen Chad Gable gegen Bronson Reed. Das ist natürlich hier so ein Ding. Chad Gable erst Heel geturnt und so. Alles voll auf Zorn. Auf jeden Fall, das geht klar. Und Bronson Reed ist halt einfach im Vergleich zu den anderen beiden die übelste Macht. Das heißt, von der ganzen Match-Dynamik kann man da halt super cool was rausholen, weil wir halt einfach zwei schmalere Leute gegen den übelsten Brocken haben. Das ist halt an sich ganz cool. Die beiden Schmalen können aber auch den Brocken kurz mal rausschmeißen und können sich dann weit auf die Fresse hauen, weil wir da ja immer noch eine Heel-Face-Dynamik haben. Also von daher ist das alles schon recht cool gemacht. Generell muss ich aber auch sagen, Sami Zayn hat einfach Gunther den Intercontinental-Titel abgenommen, nach dieser krassen Regentschaft. Den jetzt schon wieder einen Monat später wieder weiter zu wechseln, finde ich irgendwie doof. Obwohl ich es fressen würde, wenn Chad Gable das Ding kriegt. Denn Chad Gable würde damit einfach, der könnte den richtig rumlaufen und nochmal richtig zeigen, dass er der Geilste ist und seiner ganzen Academy da irgendwie richtig einen reinwürgen. Eigentlich wäre das ganz cool, aber ich glaube, wir belassen das lieber erstmal noch bei Sami Zayn. So, dann haben wir natürlich noch ein Damenmatch und zwar Becky Lynch gegen Liv Morgan. Das geht dann um den Women's Titel. Das heißt, zumindest ein Titel ist dann hier auch auf dem Spiel. Ja, baut man halt irgendwie jetzt mal so auf, dass man halt immer nur einen der jeweiligen Titel halt bei dem Pay-Per-View hat. Ich weiß nicht, ob die da Buch führen, ob wirklich immer fleißig der eine, dann der andere, keine Ahnung. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall Becky gegen Liv. Ja, hat natürlich die ganze Story, dass Liv Morgan ja schon fast schuld ist, dass Becky Lynch Champion ist, denn Liv Morgan hat ja nun mal Rhea Ripley verletzt. Die ist dadurch ausgefallen, musste ihren Titel abgeben. Den hat dann Becky gewonnen. Und jetzt haben wir die Situation. Hier aber auch, wenn man vorhatte, Liv Morgan den Titel zu geben, dann hätte man ja das da schon machen können. Was bringt mir jetzt die 3 Wochen Regentschaft von Becky übergangsweise? Das Einzige, was man noch sagen könnte, ist, dass man vielleicht denkt, okay, die Leute werden ja wahrscheinlich sehr traurig sein, dass Rhea Ripley halt den Titel abgeben muss und jetzt erstmal ausfällt. Deswegen wäre ja da eine Möglichkeit, dass man sagt, dann geben wir erstmal einer Face-Dame den Titel, dann sind alle zufrieden und dann geben wir den zu Liv. Würde auf jeden Fall noch einen krassen Schocker geben. Das sehe ich hier auch theoretisch, aber ich glaube auch hier, obwohl wir sehr Face-lastige Champions haben, fällt mir gerade auf. Die Tag Team Champions nicht, aber an sich, obwohl die Tag, nee, beide Tag Team, nee, Tag Team ist gemischt. Aber an sich, ja gut, bei den Mädels haben wir auch Heel Face. Naja, gut, also wir lassen es einfach mal. Becky Lynch bleibt Champion und der Run von Liv Morgan ist damit gekippt. Ach, ich glaube, ich würde Liv Morgan eigentlich mehr feiern. Ich glaube, Liv Morgan wäre jetzt ein cooler Move. Einfach so ein Out-of-Nowhere-Ding, Liv Morgan gewinnt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich finde diese Story irgendwie geiler. Deswegen, Becky gewinnt, aber mir gefällt es besser, wenn Liv gewinnt. Dann haben wir natürlich noch das namensgebende King und Queen of the Ring Turnier. Und die Leute, die immer wöchentlich meine Reviews gucken zu Raw, SmackDown, All Elite und so weiter, natürlich alle Kanalmitglieder, Kuss geht wie immer raus an euch, ihr seid die geilsten. Die
wissen schon, dass ich das in den Reviews auch immer wieder angesprochen habe. Die Matches aus diesem Turnier waren so stark. Das war übelst nice, das ganze Turnier. Das war das beste Turnier seit Jahrzehnten einfach, das wir hier hatten, weil alle Matches haben viel Zeit bekommen, haben viel Aufmerksamkeit bekommen und dadurch wirkt dieses ganze Ding hier erstmals seit Jahren auch wirklich rund und auch wirklich, als wäre das hier eine Sache. Als sonst war das immer so, ja, das lief halt nebenbei und dann hat halt irgendeinen Xavier Woods halt gewonnen. Yo, top, ne? Oder mal ein Baron Corbin. Yo, das hookt keinen einfach. Aber dieses Turnier hier dieses Mal, da war viel Liebe dabei, da war viel Aufmerksamkeit drin. Man hat das wirklich auch so groß aufgebaut, dass auch die Wrestler vorher Promos halten, ne? Gunther und Drew McIntyre haben es auch gemacht, dass sie vorher Promos halten und sagen, ich will ins King of the Ring Turnier, ich will King of the Ring werden und so, dass man auch wirklich das Gefühl hat, das bedeutet hier irgendwas. Deswegen soweit hier schon mal alles richtig gemacht, was das Turnier angeht. Wir haben also das Queen of the Ring Turnier Finale und das King of the Ring Finale. Jetzt nehme ich dieses Video hier am Donnerstag auf, kommt auch am Donnerstag. Irgendwann muss ich ja mal das Video hier raushauen. Wir haben immerhin noch andere Videos und noch andere Pay-Per-Views dieses Wochenende. Und deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wer hier endgültig in dem Finale steht. Denn wir haben nun mal noch, das Turnier ist nicht fertig. So, es geht noch weiter. Das heißt, wir wissen das noch gar nicht richtig, wer jetzt hier weiterkommt. Bei Raw hat sich erstmal Lyra Valkyria ins Finale gebaut. Und dann haben wir als Gegnerin entweder Bianca Belair oder Nia Jax. Das Ding ist, wenn wir Nia Jax nehmen, hätten wir auch hier wieder Heel-Face-Dynamik. Ist okay. Und dann könnte Lyra natürlich auch nochmal gegen alle Widrigkeiten quasi Nia Jax besiegen. Und Lyra würde dann gleich super krass gepusht werden. Nachdem sie ja jetzt bei NXT eigentlich... Ist die überhaupt gedraftet worden offiziell? Oder ist die halt nur irgendwie so dazu da? Ich glaube, die ist gedraftet worden, ne? Egal, auf jeden Fall, das sehe ich. Dazu kommt auch noch, dass Bianca Belair ja in diesem Turnier die ganze Zeit ihr verletztes Knie hält. Das heißt, sie jetzt auch noch weiter zu schicken, würde sie ja auch nicht 100% ins Finale schicken. Und wenn Lyra das dann ausnutzt, dass sie halt nicht 100% ist, würde das ja irgendwie Lyras Sieg schmälern oder sie halt auch irgendwie schlecht darstellen lassen. Deswegen sehe ich hier eigentlich, dass Nia Jax wirklich komplett durchdreht und Bianca Belair ein bisschen killt und dann ist schön. Und dann zieht sie gegen Lyra Valkyria in das Finale ein. Ich finde es irgendwie schade, denn Bianca Belair nicht mitzunehmen nach Saudi-Arabien, aber ja, irgendwie würde das wahrscheinlich mehr Sinn machen von dem Turnier. Dann hätten wir Lyra gegen Nia, Lyra gewinnt, yo, alles schön, unsere neue Queen. Obwohl ich auch sagen muss, Nia Jax als Queen wäre auch cool. Bianca als Queen könnte die wahrscheinlich als Gimmick auch irgendwie rüberbringen. Ja, wäre alles eigentlich möglich. Okay, so, dann zu den Männern der Schöpfung. Da ist es ja so, dass wir, das Finale steht ja auch dann noch nicht komplett 100% fest. Gunther hat erstmal Jey Uso besiegt, das heißt, der ist schon mal der Erste, der steht. Finde ich schon mal ganz geil. Und dann haben wir noch Tama Tonga gegen Randy Orton. Und das ist recht schwer, denn Tama Tonga ist ja nun mal auch recht frisch dabei. Die Bloodline sollte ihren ganzen Push nicht gleich wieder killen. Und deswegen ist das halt ein bisschen tricky. Aber ich will unbedingt Gunther gegen Randy Orton haben. Das wäre so ein geiles Finale für so ein geiles Turnier. Gunther gegen Randy wäre absolut lecker. Gunther gegen Tama Tonga würde ja Gunther dann wieder als Face aufbauen, was ja auch irgendwie komisch ist. Sehe ich also so nicht so wirklich. Aber, und Gunther gegen Tama Tonga, also selbst wenn Gunther den Tama Tonga besiegt, ja, okay, der ist recht frisch dabei, von dem hat man noch nicht so viel gesehen, das ist jetzt auch kein großes Ding. Aber wenn Tama Tonga Gunther gewinnt, das ist der übelste Monster-Push einfach. Wenn er Randy Orton und Gunther zwei Tagen hintereinander besiegt, das wäre übelst krass. Aber, Freunde, wir haben ja auch noch dann halt die Dynamik, dass ich halt das einfach viel geiler finde, wenn Randy Orton sich das Ding holt. Gunther gegen Randy Orton wäre ja mal sowas von lecker. Also das sehe ich schon auf jeden Fall. Oh, das wäre geil. Ja, da wäre ich schon dabei. Hier halt dann wirklich, eigentlich ist es fast egal, wer gewinnt, aber so ein Randy Orton braucht diesen Titel als König des Rings eigentlich nicht.
wohingehend ein Ringgeneral zum König aufsteigen könnte, das finde ich schon lecker. Deswegen, Gunther holt sich hier den Sieg, egal wer es wird, das wird sehr, sehr nice werden. Dann haben wir natürlich noch ein Match auf der Card und zwar US-Champion Logan Paul wird antreten gegen WWE Universal Champion Cody Rhodes. Und das ist hier so ein Ding. Also erstmal Champion vs. Champion finde ich cool. Title vs. Title finde ich nicht cool. Also wenn der Sieger quasi beide Titel nimmt. Da haben sie ja jetzt aber in der letzten Smackdown-Episode haben sie ja einen geilen Weg drumherum gefunden, in dem Logan Paul Cody verarscht hat und es geht doch nur um den WWE Universal-Titel. Sehr, sehr gut, weil jetzt ist zwar immer noch predictable, wer gewinnt, ne, dass Cody das Ding macht, logisch, aber trotzdem finde ich das Ganze jetzt irgendwie runder, weil die Story, dass Logan Paul sich beide Titel holen will, finde ich halt schon geil. Auch hier nach dieser ganzen Roman Reigns besiegen Fehde und so, Cody darf das Ding hier nicht verlieren, logisch. Aber was wir hier kriegen, ist mal wieder ein absolut leckeres Match. Das ist quasi jetzt genau das gleiche Ding wie Cody gegen AJ bei Backlash. Wir wissen, dass Cody gewinnt, aber es wird sehr, sehr lecker. Und das ist hier auch. Wir wissen, dass Cody gewinnt, aber gegen Logan Paul wird das ein fucking geiles Match? Also warum sollten wir darüber meckern? So, ne? Es ist doch nice. Klar, Cody gewinnt, das ist logisch. Aber wir kriegen ein geiles Wrestling-Match zu sehen. Was wollen wir denn mehr, Freunde? Das ist doch wunderschön. Also, das auf jeden Fall meine Prediction zum King und Queen of the Ring Turnier. Ich finde es sehr, sehr cool. Wie gesagt, das hat mich sehr unterhalten, das ganze Turnierding. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ich werde den Pay-Per-View allerdings erst irgendwann gucken können, keine Ahnung. Aber dann kommt natürlich auch ein Rückblick und so weiter dazu. Freunde, das war's für heute. Ich danke euch sehr für das Ganze, für alles eigentlich. Denn ich hatte ja gestern auch angekündigt im All Elite Video, dass es eine Crowdfunding-Kampagne für Bad Bones John Klinger gibt. Das Geld geht komplett an die Frau von John Klinger. Und wir hatten da so ein imaginäres Ziel von 15.000 Euro eingeplant. Und das ist einfach mal nach 24 Stunden schon komplett durchgerammelt gewesen. Also jeder, der das supportet hat, ihr seid einfach die absolut geilsten. Das merkt man halt wieder, Wrestling hält doch in so Tagen so krass zusammen. Es ist einfach das Beste, was es gibt auf unserem Planeten, Wrestling. Und das verbindet uns alle und das ist super cool. Ihr könnt natürlich auch noch weiter spenden, ne? Alles geht weiterhin an die Frau. Jeder Cent freut man sich drüber, natürlich in so Tagen ist halt... ist ja logisch, dass man da alles gebrauchen kann, was irgendwie geht. Und ja, Freunde, das war es erstmal soweit vom heutigen Video. Ich danke euch also sehr. Videos kommen die ganze Zeit. Kuss geht wie immer raus. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.